Schön willkommen hier in Appenzell. Hier war ich 23 Jahre lang daheim, bin ich aufgewachsen. Und heute zeige ich euch meine liebsten Plätze. Du hast recht, ich denke viel zu viel noch. Das Schöne hier in Appenzell ist, dass man sich kennt. Vor allem hier an der Hauptgasse kann man immer mal wieder neben dem schwätzen. Dann natürlich auch die feinen Restaurants und Bäckereien. Und die schönen Fassaden, die die Häuser hier in Appenzell haben. Wir sind hier gerade bei meinem Lieblingsspeck, ist der schönste Speck in Appenzell. Und jetzt holen wir einen feinen Bier weg. Den nehme ich am liebsten ab. So. Hallo. Schönen Tag. Danke. Ciao. Wenn ich euch Appenzell zeige, muss ich euch auch den Appenzeller Dialekt zeigen. Und für das habe ich ein Dialektbuch, wo alle traditionellen Begriffe von Appenzell übersetzt worden sind. Das erste Wort heisst Schlunki und da steht, du bist ein nützlicher Schlunki. Das bedeutet, du bist ein bisschen ein Lausbub, ein Schlitzohr oder einfach ein, der nichts auf die Reihe bringt. Da bin ich 6 Jahre lang in der Schule, das ist das Gymi Appenzell. Und da habe ich relativ viele Stunden verbracht in meiner Teenie-Zeit. Hier im Gymi hatte ich die Möglichkeit, in den Chor gehen und auch in die Big Band. Es gab einfach Big Band gegeben. Und da habe ich wirklich so angefangen, auch mit anderen Zimmern Musik zu machen und immer Band Musik zu machen. Aber ich hatte hier eigentlich schon nicht so viel Gleichgesinnte und bin darum dann auch auf St. Gallen in Gesangsunterricht und habe dann auch dort ein paar Leute kennengelernt, die Musik machen. Das nächste Wort ist Eding. Und das hat man eigentlich so, weißt du was? Ist mir also eh Ding, was du siehst. Und das heisst, es ist mir egal, es ist mir scheißegal. Ich bin auch gerne in der Natur und da haben wir hier natürlich genug. Und wenn du aus dem Haus gehst, bist du eigentlich in 100 Minuten verrissen, bist du allein. Und deshalb habe ich natürlich gehen, weil ich bin genau mal allein unterwegs und genieße die Ruhe. Und da meistens beim Wandern, Joggen, beim Skifahren oder beim Laufen mit dem Hund. Ich glaube, dass die Natur mich schon fest auch beeinflusst hat und gerade auch in Appenzell, dass es mich ein bisschen bodenständig gemacht hat und dass ich auch wieder an den Ort denke, wenn ich Musik schreibe und Musik mache. Wir kommen zum letzten Wort und das ist «Nebis innewäden». Das bedeutet, dass man nebis Neues erfährt. Und ich bin hier letztens gerade innewäden, dass ich am SRF 3 Best Talent Showcase spielen darf, am 1. Mai. Ich freue mich darauf. Und danke vielmals, dass ihr hier gesehen auf einem Besuch in Appenzell. Und dann würde ich sagen, ciao, gell? Der Marius, der in meiner Band Bass spielt, hat die grösste Chance, um den Swiss Music Award zu gewinnen, weil er nämlich auch bei Softloft spielt. Von Ihnen könnt ihr hier jetzt ein Video schauen. Und wenn ihr noch mehr wollt, wissen und sehen über SRF 3 Best Talent, dann klickt doch hier unten.